Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Okay, ich hoffe jetzt auf ein bisschen mehr Action. An die Personenmine. Oh. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Ich wäre fast Wunderbar. reingelaufen. Dezent. Ein bisschen, ja. Kann ich das mitnehmen? Nein? Schön. Fühle ich mich gleich viel sicherer. Und noch mehr zum Lesen. Yay! Ist Cyberpsychose heilbar? Ist Cyberpsychose heilbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Noch vor wenigen Jahren setzte man massenhaft die sogenannte. Okay, das hat man schon. Finde ich aber gut. Ich will hier kein Buch lesen, ich will das Spiel spielen. Na. So. Ein bisschen mehr Action wäre jetzt auch mal wieder ganz schön, finde ich. Story ist zwar geil und sowas, das ist gar keine Frage, aber ein bisschen ballern würde ich schon mal wieder ganz gerne. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Ja, sollen sie doch versuchen. Guten Tag, die Herren. Da lang? Gut, dann geh mal halt da lang. Ich will aber zu dem Typ mit dem Felder. Kann ich mit denen reden? Ich will mit denen reden. Auch wenn sie mich wahrscheinlich umbringen, ich will mit denen reden. Hier, du da. Ich will mit dir reden. Darf ich nicht. Blöder Penner. Hier? Okay. Okay. Handbuch einer Solo-Legende von Morgan Blackhand. Einführung. Du glaubst, du hast das Zeug zur Solo-Legende? Klar tust du das. Warum sonst solltest du dieses Buch lesen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Warum lese ich eigentlich dieses Buch? Du willst Respekt, willst du anderen Angst einjagen und du willst nach ganz oben. Vielleicht hast du mal gehört, dass mich jemand zittert, dass man Schlachten mit nur einem Blick gewinnen kann und ehe auch nur ein Schuss gefallen ist. Tja, ich verrate dir was. Es ist möglich und du kannst das auch, aber nur wenn du die Eier hast, immer wieder durch die Hölle zu gehen und den Trip zu überleben. Tausende Gefechte, Millionen von Kugeln, hunderte Liter Blut, deins inklusive, das ist es, was dir bevorsteht. Außerdem brauchst du einen guten Reaper, einen, dem du vertraust, der dein Kumpel fürs Leben wird und der dir jede Woche aufs Neue sagt, es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Das wird er natürlich nur sagen, wenn du Glück hast. Heutzutage hält sich jedes Baby mit fetten Eiern, Sintelejek und Mikro Raketenwerfer für den heißen Scheiß. Aber weißt du was? Nur weil du kalt lächelnd ein paar Typen umgelegt hast, heißt das nicht, dass du ein guter Solo bist. Töten kann jeder. Ich kann mal diesen Rockerboy, der eine ganze Konzernrateeinheit hochgejagt hat. Hat ihn das zum Solo gemacht? Nein, nur zur Leiche. Also dann, meinst du immer noch, dass du das Zeug dazu hast, in der Geschichte alle Solos deinen Namen aufzudrücken? Ja, habe ich. Gut, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Ist mir aber scheißegal, ob das das Richtige für mich ist. Ich gehe jetzt hier in den Aufzug und fahre mit Janky los. Du könntest deinen Mund bewegen beim Sprechen. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Ist mir egal, ich knall sie alle ab, wenn es nötig ist. Also, was wollt ihr? Du bist echt hässlich. Wo ist Royce? Wir wollen Royce sprechen. Businesskram. Mr. Royce ist beschäftigt. Mir doch Wir müssen egal. mit mir vorliegen. Ja, okay, dann erschieße ich dich zuerst. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Du redest.
mit mir. Mein Name ist Dumdum. Dumdum. Setzen. Ja, du bist echt Dumdum. Da hast du vollkommen recht. Ach, ich will jetzt nichts mehr lesen, ey, komm. Ich setze mich jetzt einfach aufs Sofa. Setzen. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Gute Entscheidung. Ist das so schwer? Aus ja. Fick das Sofa mit deinem Fettarsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln hören willst. Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Richtig. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln hören willst. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Los, entspannen wir uns. Mhm. Endzug. Was kann die? Es kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Mhm. Komm schon, versuch's mal. Nein, danke. Brauche ich nicht. Nicht in dieser Situation. Keine macht den Drogen. Was ist er? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D12. Mhm. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Ja, werden sie auch. Die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Das interessiert die nicht. Hier gehört, gehört er echt dir. Oh, die werden sowas von zu mir kommen. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Steuerung. Sowas will ich auch. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Was auch immer. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke... Kann Wände hochklettern? Oh, geil. Kommt einem das Essen wieder hoch. Ich will das auch. Und? Was denkst du? Wird reichen müssen? Wird reichen müssen. Ist ganz okay. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Ich was? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt angeben. Rabatt? Fickt euch. Versuch's doch. Wir arbeiten für Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Mhm. Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifika gefickt hat. Das ist die Richtung. Weg mit dir. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüßen. Mhm. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Na komm. Ich warte nicht. Ich muss. Hey. Kurzschuss oder was? Kommt her, ihr Wichser! Ich hatte kein Geld, tut mir leid. Oh, die Waffe ist ja voll schwach.
So, die Waffe ist besser. Du bleibst da gefälligst liegen, ja? Die hat mehr Wumms. So. Hier, den da nehme ich. Dankeschön. Ich schnapp mir hier noch meine Beute, ja? Die habe ich verdient. Ja, ich will hier jetzt auch auf einmal raus. Auf einmal ist die Sache ziemlich schnell eskaliert, habe ich den Eindruck. Ich konnte ihn halt nicht bezahlen, ich hatte kein Geld. Hätte vielleicht ein paar Nebenmissionen machen sollen, aber egal. Ist jetzt auch Wurst. Hier, ich nehme hier einfach das ganze Zeug. Dann habe ich Geld. Tech-Waffen, panzerbrechend. Tech-Waffen ermöglichen es dir besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Oh, geil. Das finde ich nice. Die Waffe, die würde ich ganz gerne ausrüsten. Wie mache ich das gleich wieder? Karte, Charakter, Journal, Inventar. Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Werte, Cyberware, Rucksack. Das ist alles, was in meinem Rucksack ist. Oh Gott. Alter, ich will nur die Gnaden. Das wird mir sonst so unübersichtlich hier. Chaos, Tech oder Tech oder was auch immer. Gut, Handfeuerwaffe. Dann würde ich gerne diese Waffe hier gegen die hier. Oder warte, welche ist denn besser? Gegen die hier tauschen. Genau. Habe ich die jetzt? Habe ich jetzt. Gut. Ein Sturmgewehr ist genauso gut wie mein Sturmgewehr. Hier ist noch ein Sturmgewehr, oder? Genau. Das scheint ein bisschen besser zu sein als meines. Also nehme ich das. Doppelläufige Schrotflinte. Gut. Aha, aber den habe ich ja nicht mehr ausgerüstet, ne? Ja, okay, dann habe ich jetzt einen Haufen hübscher neuer Waffen. Oh ja. Oh ja. Ja, warum habe ich jetzt zwei Sturmgewehre? Ich wollte keine zwei Sturmgewehre, ich wollte die Waffen haben. Rucksack. Also die Pistole hier. Kann ich die noch nicht haben vielleicht, hä? 75? So, jetzt aber. Genau. Schön, jetzt habe ich die Waffe. Gut. Alles klar, kann losgehen. Gehen wir sie umbringen. Nicht vergessen, da ist irgendwo eine Mine oder sowas. Und es sind halt Minen hier im Haus. Mach die Tür auf, mein Freund. Ich bin bereit. Hoffe ich. Was? Ulefeo, das Fleisch? Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Ich glaube, das ist schon der Beste. Okay, dann lesen wir jetzt erstmal. Oder? Nein? Gut. Ah, doch. Okay, alle Foods, die Zukunft von Fleisch. All Foods-Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringt All Foods eine neue Produktreihe auf den Markt, die ideale Ergänzung zu Beef sein wird. Die neuen Fleischprodukte basieren auf Plattformkulturen, die nachgewiesenermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und den Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattform in Initiative All Foods nächste erfolgreiche Generation Fleischprodukte einläuten wird.
Ich finde es immer ziemlich blöd, wenn man hier in so einer Action-Sequenz was zum Lesen einbaut in einem Spiel. Das mag ich gar nicht. Wenn Action ist, dann soll Action sein und nicht gelesen werden. So. Und wenn es ruhig ist, dann kann man was lesen. Aber nicht, wenn jetzt hier die Hütte am Brennen ist, sozusagen. Muss ich hier lang? Ah. Gut, gehen wir. Ich bin da. Ich muss nicht rauskommen, ich bin schon da. Ja, geschafft. Was habt ihr im Blick? Vorsichtig. So, sehen Sie mich schon? Feindlicher Bereich. Ja, dann such mich halt. Okay, hier sind irgendwelche Sachen zum Hacken. Da, das muss ich loswerden, was auch immer das ist. Ich muss es loswerden. Kamerasteuerung ausschalten, Remote Deakt, Ablenkungsmanöver. Ich glaube, ich habe einfach zu lang gebraucht. Ja, ich habe viel zu lang gebraucht. Au, au. Kritisch. Wie lade ich denn schnell den Nahkampfangriff nachladen? Wie lade ich denn meinen Angriff auf? Au! Au! Irgendwas schadet mir. Ah, von unten. Okay, ich muss hier runter. Boah! So. Ich muss ja mit meiner Heilung nicht gerade sparsam sein. Warum brenne ich? Oder was ist los? Und was ist mit mir? Ach, ich brenne, ja, tatsächlich. So. Wie kann ich meine Schüsse aufladen? Aber ich brenne schon wieder. So. Fertig. Wo seid ihr? Einer muss noch da sein, hinter der Tür. Oh ja. Oh ja. So sieht's nämlich aus. Au. Au, warum brenne ich die ganze Zeit? So. Nächste bitte. Aha. Überhitzen. Ich überhitze? Ist ja auch kein Wunder, wenn ich ständig brenne. Warum überhitze ich denn? Gehe ich halt hier raus. So. Warum überhitze ich die ganze Zeit? Gut, dann gehen wir einfach. Achso, die Tür. Au, 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 au. Batz. So. Oh ja. Das
bewegt eure Herrschaft. Ich muss hier raus, Alter. Eieieiei. Überhitzen? Warum überhitze ich auf einmal die ganze Zeit? Doch, und wie lebend ich hier rauskommen werde. Oh ja. Oh. Hier, einfach nehmen. Ich glaube, wir sind hier relativ fertig, oder? Boah. Alter, das waren auf einmal ganz schön viele. Eieiei, und immer das mit dem Überhitzen, das hat mich echt fertig gemacht. Leise, sonst entdecken die uns. Ist da noch wer? Der uns nicht entdeckt hat, meine ich. Ich würde das hier gerne nehmen. Ach, das ist mein Ziel, oder was? Der Zünder. Der Zünder ist scharf. Sprengen. Sprengen. So. Nachdem ich mich hier durchgeballert habe, hat das nicht viel gebracht. Ach was. Ich habe mich ja entdeckt. Warum kann ich die Kamera nicht hacken? Ich würde ganz gerne die Kamera hacken. Oh doch. Ablenkungsmanöver. So, da bin ich, wie ich versuche zurückzugehen. Und sonst ist hier keiner mehr. Ja, das mit dem Schleichen war noch nie so mein Ding. Komm, ich gehe jetzt einfach raus. Ich weiß nicht mal, wo hier jemand sein soll. So. Ja, macht doch nichts. Sehen Sie uns halt. Ich würde gerne mal die Kameras ausschalten. So. Brecherprotokoll. Ups, das wollte ich eigentlich machen. Hier, das wollte ich eigentlich machen. Gut, geh mal weiter. Und erstmal alles einsammeln. Ja, genau, richtig. Erstmal alles einsammeln, denn das ist wichtig. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich komme und euch alle umbringe. Oh, das war schön. Das war schön. Endlich mal zur Abwechslung wieder ein bisschen Action. Nicht immer nur Story oder lesen. Die Story ist geil, ja. Aber auf Dauer wird es dann doch ein bisschen öde. So, was haben wir hier? Und wieder was zum Lesen. Geil. Gerade wo ich es gesagt habe, ne? Foods-Produkte sind nicht nur gesund. Ah ja, okay. So, hübsch alles einsammeln erstmal. Und dann... denke ich, kann man sogar schon weitergehen. Den Rest noch töten.
Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Machen wir das mal. Oh, nein, hier ist immer noch was. Hier ist noch was. Meins. Das ist auch meins, was auch immer das ist. Ist mir egal, ich sammle jetzt alles erstmal ein und dann töte ich jeden. Oder die töten mich, ist ja völlig egal. Hauptsache jemand stirbt. So, die Psychose von Max Tech. Es ist ihre Aufgabe, uns zu beschützen, wenn ein psychotischer Killer die Stadt durchschreitet. Wenn ein durchschnittlicher Bürohengst an seinem Arbeitsplatz durchknallt, sind sie es, die ihn einpacken und in der Klapsmühle abliefern sollen. Sie sollen dafür sorgen, dass wir uns in einer wahnsinnigen Welt sicher fühlen. Aber seien wir mal ehrlich, habt ihr euch in Gegenwart von Max Tech je sicher gefühlt? Nein. Die Mainstream-Medien verschweigen, dass 90% aller Max Tech Interventionen mit der Tötung des Cyberpsychos enden. Und wenn man Max Tech mit diesen Zahlen konfrontiert, lautete die offizielle Antwort, dass nur im äußersten Notfall Leben genommen werden. Glaubt dieser Bullshit nicht. Für die geht es nur ums Töten. Die Öffentlichkeit wird ruhig gehalten, während die ihre blutverschmierten Gerechtigkeit durchziehen. Und wenn ein paar Zivilisten sterben, Pech gehabt. Schließlich ist ein wenig Kollateralschaden schon okay, wenn es um so ums große ganze öffentliche Wohl geht. Die Frage ist nur, wessen Wohl? Ich habe eine dieser Erfindungen an eigenem Leib erfahren. Eine Cyberpsychose stürmte bis an die Zähne bewaffnet in ein Einkaufszentrum und erschoss 7 Menschen, ehe er plötzlich völlig ruhig wurde und anfing, Gott weiß was vor sich hier hin zu murmeln. Nach wenigen Minuten tauchten Max Tech Leute auf und eröffneten sofort das Feuer. Durch die Schüsse alarmiert schnappte der Psycho wieder über und ehe Max Tech das Gebiet endlich gesichert hatte, waren schon 25 Tote, welche heldenhafte Erfolg. Ihr wartet auf die Pointe. Hier kommt sie. Alle Max-Tech-Mitglieder waren früher selbst Cyberpsychos. Ja, geil. Jeder einzelne, genau die Leute, die vor einem Monat, einer Woche oder sogar nur einen Tag unschuldig abgeschlachtet haben, sind schon heute unsere Ritter in glänzender Rüstung. Ist es also überraschend, dass jeder ihrer Interventionen in einem unvermeidlichen Massaker endet? Sagt ihr es mir. Ha! Geil. Psychos, um andere Psychos abzuknallen. Das bringt's ja, Alter. Jawohl, die wissen am besten Bescheid, ne? So. Die wissen am besten Bescheid, wie Psychos ticken. Auf geht's. Da ist ein Feind. Und ich muss erstmal speichern. Und dann würde ich sogar behaupten, dass wir die Folge hier erstmal beenden. Genau, Spiel gespeichert. Ich würde mich gerne erstmal in Sicherheit begeben. Hier zum Beispiel. Okay. Dann hoffe ich mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Folge ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber ja, hat seine Gründe. Trotzdem hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077 wieder dabei seid. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr sehr viel Spaß hattet. Auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist. Und dann sage ich einfach mal ciao und bis zur nächsten Folge. Ich bin gerade mega irritiert. Was passiert hier überhaupt? Ja, okay, das finden wir dann aber in der nächsten Folge raus. Nö, tschüss. Hallo.